Hey und willkommen hier bei Gushu Gaming. Heute spielen wir wieder eine kleine Runde Mad Games Tycoon und ich sehe gerade hier ist eine neue Plattform erhältlich, die Katari 2600 oder die Atari 2600. Ich würde sagen, die kaufen wir. Hör, die sind ja auch schon alle draußen. Internetfähig. Ja, ich würde sagen, wir kaufen einmal hier den Table 2 und die Katari. So. In der heutigen Folge, habe ich ja gesagt, machen wir mal was mit Lizenzen, dass wir eine Lizenz kaufen, hier Lizenz erwerben. Was gibt's hier denn alles? Für welches Genre überhaupt wollen wir was machen? Für Racing am besten, weil das ist gerade ganz beliebt. Hier haben wir ein Racing, das ist ganz gut für Racing. Ansonsten haben wir nichts. Wir haben extremst viel für Denkspiele. Wie gut läuft gerade Denkspiele? Denkspiele ist so, Ja, komm, dann mache ich wieder Racing. Warte, was war das? Was war da gerade eben so überfüllt? Überfüllt? Adventure und Geschicklichkeit. Da haben die Leute anscheinend keinen Bock, weil der Markt zu übersättigt ist. Ich meine, Adventure, da haben wir auch einiges dazu beizutragen. Und Geschicklichkeit haben wir bis jetzt noch gar kein Spiel gemacht. Das ist auch extremst unbeliebt. Ja, dann nehmen wir Racing, gucken mal nach einer Lizenz, einer passenden. Ja, da haben wir ja eigentlich nur die hier. So, für Adventure ist das jetzt nicht so gut geeignet. Egal, wir wollen ja eh ein Racing-Spiel machen. Ist eine Filmlizenz. Ich weiß gar nicht, ob das einen so großen Unterschied macht. Eigentlich. Ja, einmal den Namen bitte übernehmen. Bei Racing passt doch Autos. Haben wir nicht hier Autos? Nee, haben wir noch nicht freigeschaltet. Dann nehme ich einfach Haustiere. Einfach random Haustiere nehmen. So. Wir könnten jetzt für den hier entwickeln. Aber der hat halt Stufe 2. Das heißt, da haben wir mehr Features. Aber halt nur mit einer Engine. Das heißt, ob wir jetzt für das Ding hier oder für das Ding entwickeln, es macht keinen Unterschied, weil wir immer noch ohne Engine programmieren. Deswegen würde ich sagen, ja, oder wir machen halt diesmal so ein Table-Game, dass wir es halt für die beiden rausbringen. Aber ich weiß nicht. Irgendwie habe ich mehr Bock auf die Konsolen. Erst recht, wenn jetzt hier die Katari draußen ist. Dann entwickle ich lieber für die Katari und für die Astro, weil da haben wir gute Erfahrungen. So, einmal wieder alle Sprachen an. Perfekt. Hier, das können wir eigentlich runterstellen. Mehr so casual. Gut, und hä? Wieso ist das hier höher? Das habe ich doch nie umgestellt. Was soll denn das? Ihr erforscht gerade das Genre Rollenspiel. Okay. Eigentlich könnte ich den Forscherraum hier mal vergrößern. Ah ne, warte mal. Hier Raum bearbeiten. Und dann einmal nach hier hinten vergrößern. Und dann klatschen wir hier so ein paar Arbeitsplätze rein. So, wir haben jetzt zwar noch zwei Plätze frei, aber ich würde lieber welche nehmen, die keine schlechten Perks haben. Und außerdem reichen ja 5 Stück jetzt auch für den Anfang. Und die Arbeitsplätze kosten ja auch keine monatlichen Kosten. Das ist nur so Heizung, Medizinschrank und so ein paar andere besondere Sachen. Ich würde sagen, wir warten jetzt noch, dass die Bugs gefixt werden, bevor wir unser Spiel rausbringen. Wir könnten zwar immer noch Spiele mit Bugs rausbringen, das interessiert jetzt zu dieser Zeit eigentlich noch gar keinen, vor allen Dingen, wenn es nur so wenig sind. Aber es ist natürlich immer besser, wenn man keine hat. Und da ist der Tablet vom Markt genommen worden. Egal, ich kann trotzdem noch ein Spiel machen, wo für beide Geräte. Und entweder melde ich es einfach als Retro-Spiel an, aber dann kann ich, glaube ich, den neuen nicht mehr nehmen. Oder ich warte einfach. Oder ich mache es einfach, ohne es als Retro-Spiel zu melden. Und nehme den dann halt nur als Zweitplattform. Ist eigentlich sowas von scheißegal. So, es gibt immer noch keinen Racing-Publisher. Perfekt. Ja, kann sich sehen lassen. So, Auftragsarbeit. Wie weit seid ihr denn hier mit den Engine-Features? Ah, ihr seid gerade bei den Engine-Features. Automatische Forschung pausiert. Ja, dann lass mich mal gucken. Dann komm, dann gehen wir zu Sensdiges und machen hier. Ich denke, Konsolenentwicklung ist ganz smart. Dass wir möglichst früh eine Konsole rausbringen können. Nein, wir sind im Minus. Wieso denn das? Hier, 2 Sachen haben wir freigeschaltet. Perfekt, die nehmen wir. Spezialplattform. Katari.
Spezialgenre nehmen wir einfach mal Racing, weil das gerade noch im Trend ist für 59 Wochen. Und dann nennen wir das einfach. Dann nehmen wir die einfach mal Race Tech. Versionsnummer, weil das updaten wir noch. Brauchen wir eigentlich nicht unbedingt die Versionsnummer. Und dann bieten wir die mal für 1000 an und wir wollen 2% der Einnahmen. So können wir nämlich auch noch mal ein bisschen Geld kriegen. Das ist, glaube ich, ganz gut. Neues Engine-Feature verfügbar. Ja, komm, dann breche ich das hier kurz ab. Ich meine, ihr könnt ja dann ab da weiter forschen. Hier, das kostet auch extremst viel. Deswegen war die Forschung so teuer. Und jetzt haben wir das auch noch abgebrochen, so richtig sinnlos. Aber es bleibt ja so gespeichert. Also stört es mich ja eigentlich jetzt nicht. Was für ein neues Engine-Feature? Oder war ich einfach nur doof und er meinte was anderes? Ja, dann forschen wir hier weiter. Machen wir hier nochmal schnell eine Auftragsarbeit. Und wir können eigentlich auch mal ein Auftragsspiel machen. Adventure. Wie steht es gerade um Adventure? Wir können eh nur das untere nehmen, weil für das obere müssen wir dann noch das Death Kit kaufen. Adventure steht gerade ganz gut. Ja, dann würde ich sagen, machen wir einfach mal kurz ein Auftragsspiel. Wir kriegen 11.000. Und wenn es über 5% ist, bekommen wir nochmal 46.000. Das heißt, über 5% sollten wir eigentlich hinkriegen. Das heißt, wir bekommen über 50.000. 57.000. Das heißt, unsere Entwicklung darf nicht teurer als 57.000 sein. Cowboys ist gerade ganz beliebt. Dann schauen wir mal. Haben wir noch nicht freigeschaltet. Perfekt. Dann nehmen wir einfach Piraten. Gut. Wir dürfen halt nicht über 50.000 kommen. Hier passt alles. Ha. 33.000. Dann würden wir immer noch 20.000 plus machen. Ah, okay, wir haben schon 11.000 bekommen. Okay, wieder die Awards. Gushu's Adventure Spin-Off. Gushu's Adventure Spin-Off haben beste Grafik und bester Sound. Ist auch Spiel des Jahres. Entwickler und Publisher sind wir nicht geworden. Wir publishen ja auch aktuell eh nichts. Und da wurde das Spiel auch gleich vom Markt genommen. Perfekt. Haben wir das denn hier schon frei? Ah, nee, haben wir noch nicht. So. Scheiße, wir machen Minus! Weil die Entwicklungskosten so hoch waren. Wahrscheinlich doch wegen Mitarbeitern. Ja, scheiße. Wir geben das jetzt ab und dann machen wir aber Minus. Ich meine, wir haben jetzt zwar trotzdem den Bonus bekommen, aber wir machen trotzdem minus 8.000. Das war ja mega beschissen. Was soll denn der Müll? Ja, das war doof. Ich glaube, ich sollte lieber meine eigenen Spiele machen. Vielleicht muss ich diese Legende feuern, weil die kostet 11.000 im Monat. Wobei, wir sind aktuell wieder auf dem Weg ins Plus. Und wir haben auch schon die dritte Plattform freigeschaltet. So, dann mache ich einfach hier auf das Spiel nochmal einen Fortsetzer. Sprachen lernen. Eine Fortsetzung. Hier, wir haben ja dann auch noch die Lizenz, die müssen wir auch mal loswerden. Da haben wir auch Arsch viel für bezahlt, deswegen sind wir ja im Minus. Selber schuld. Heul halt. Genau 80, wie der Teil davor. Jetzt haben wir zwei Teile gleichzeitig auf dem Markt. Ich weiß nicht, ob das so schlau ist, aber habe ich trotzdem gemacht. Och, jetzt habe ich das wieder. Jetzt muss ich in den nächsten 12 Monaten. Hier haben wir jetzt Monat 4, Woche 1. Dann muss ich bis
Monat 4, Woche 1 in 79 aus dem Plus, aus dem Minus raus und muss ins Plus kommen. Aber sieht ja gut aus. Wir machen ja aktuell immer mehr Geld. Also wir machen halt Geld und wir haben jetzt auch schon wieder 2 Millionen gut gemacht. Und sind nicht mehr so stark im Minus. Ich denke, das können wir noch reißen. Und jetzt machen wir einfach noch ein bisschen Auftragsarbeit und dann könnten wir es eigentlich erst recht reißen. Ja, der Name ist wirklich kreativ. Also ich bin einfach nur zu. Ich bin einfach nur zu faul, mir einen guten Namen auszudenken. Bruh. So, Plattform. Komm, hier machen wir mal exklusiv. Für Atari 2600. Hier sollte ja noch. Ah, nee, Sprachen noch. Hier sollte aber noch alles. Ah, nee, weil wir jetzt ein Spin-off machen und keine Fortsetzung. Deswegen müssen wir das auch alles neu einstellen. Ist ja auch nur ein Spin-off, um ein bisschen Geld zu kriegen. So, 64% ist eigentlich in Ordnung. Und wir sind wieder im Plus. Wir gehen nicht pleite. Nice. Und da ist direkt ein besserer Stand. Wenn ich den jetzt kaufe, wäre ich nicht pleite. Aber ich kaufe trotzdem nur den hier. Hier, was hat am wenigsten Hype? Das hat 100 Hype? Okay, krass. Spiel. Ah ne, Hype. Ja, hier. Spin-off 2. So, dann machen wir noch ein bisschen Auftragsarbeit. Das ist immer ganz gut, um schnell ein bisschen Geld zu kriegen. Aber bis jetzt hat noch keiner unsere Engine lizenziert. Vielleicht doch, weil das wird oben angezeigt und das schaue ich mir nicht an. Ich habe das halt zu dem Zeitpunkt erst immer gemerkt, wenn das Spiel, wofür es lizenziert wurde, vom Markt genommen wurde, weil dann habe ich die Gewinnanteile auch, das habe ich auch noch gar nicht gezeigt, Updates und Add-ons entwickeln. Also falls wir noch Bugs haben oder so, können wir die mit kostenlosen Updates fixen oder wir können Add-ons machen. Das machen wir, glaube ich, jetzt einfach mal. Machen wir einfach mal hier für das hier. Das ist ja ein Racing-Game. Dann machen wir noch einen Schlachtmodus rein. Und das halt als DLC. Hier können wir noch auswählen zwischen Add-on und Standalone-Add-on. Ich weiß bis jetzt noch nicht. Ah ja, Standalone-Add-on kannst du anscheinend auch kaufen, ohne das Spiel vorher zu haben. Ja, nee, ich möchte nur Add-on. Das soll eh an sein. Neue Spielwelten. Neue Gameplay-Mechaniken. Kampagne nicht. Neue Herausforderungen, neue Spielmodi. Gut. Dann hier nochmal alles so einstellen, so mit den Sprachen und so. Das passt alles. Wir können übrigens auch mit kostenlosen Updates Sprachen reinpatchen. Das kann ich ja jetzt machen. Ich mache jetzt hier einmal alle aus, außer halt Englisch, weil ich muss halt eine Sprache machen und dann würde ich halt Englisch nehmen, weil ich glaube, ich weiß nicht, guckt das Game auch, wie oft, wie viel diese Sprache gesprochen wird? So, also gucken die auch, okay, Englisch wird mehr auf der Welt gesprochen und deswegen werden damit die Spiele auch mehr verkauft. Keine Ahnung, ich nehme jetzt auf jeden Fall erstmal Englisch und patch dann die anderen im Nachhinein dazu. Ich kann auch noch hier so Sachen dazu patchen. Secrets brauchen wir eigentlich nicht. Und dann einmal entwickeln. So, jetzt bringe ich das nämlich einfach mit Bugs raus. So, perfekt. Hat jetzt halt eine schlechte Bewertung. Aber hier, jetzt mache ich noch ein kostenloses Update für das Add-on. Jetzt kann ich hier die Bugs fixen. Kann hier noch die ganzen Sprachen hinzufügen. Und kann sogar noch hier so ein paar andere Sachen ändern. Zum Beispiel mehr Performance, besseren Sound, bessere Hintergründe und besseres Gameplay. Also halt bessere Grafik, bessere Sounds, bessere Technik oder Mechanik und besseres Gameplay. Hätte ich auch einfach hier auf das Max drücken können. So, jetzt macht er ein kostenloses Update. Dafür kriege ich aber kein Geld. Und die Entwicklungskosten für hier werden auch automatisch hier mit draufgerechnet. Das heißt, hier sollten wir jetzt noch gleich. Ja. Seht ihr, jetzt haben wir hier wieder 10.000. Und wir sind gleich wieder im Plus, weil das Spiel, weil das Add-on einfach nur super ankam. So hat das. Das kann ja gar nicht. Warte mal, eins möchte ich mal gucken. Ja, nee, hätte ja auch keinen Sinn gemacht, wenn das Add-on mehr Verkaufszahlen hätte als das Original-Game. Ich weiß nicht, geht das? So achtet das Spiel darauf? Wäre lustig, wenn es gehen würde. Haben wir noch eine Lizenz? Haben wir noch eine? Ja, einen tatsächlich. Tatsächlich haben wir noch eine Lizenz davon. So, wieder für die gleichen Konsolen wie eben. Wobei wollen wir diesmal für ein Tablet 2 machen.
Oder halt für ein Table One. Na komm, ich mach noch einmal für ein Table One, obwohl der Table Two schon längst draußen ist. So, das machen wir aber wieder aus. Ja, toll, jetzt habe ich es entfernt. Naja, scheiß drauf, dann nehmen wir wieder, dann nehmen wir einfach Table 2. Ne, wir nehmen Faritech. So, perfekt, das passt alles noch. Und einmal entwickeln. Und wir machen wieder Minus. Warum? Unser Spiel läuft doch gut an. Ne, wir machen wieder Plus. Hat sich anscheinend nur so kurz runtergeswitcht, als wir hier wahrscheinlich nichts entwickelt haben und so. Und deswegen. Wobei, dann müssen wir eigentlich weniger Kosten haben. Oder es war halt, weil wir gerade auf einen Schlag so die ganzen Sachen für das Game bezahlt haben. Vor allem mit Updates fixen die Bugs halt viel schneller, weil hier machen sie halt noch die ganzen anderen Sachen. Bei Updates kann ich halt sagen, okay, ihr macht nur die Bugs. Aber dann ist halt die Bewertung von dem Game halt trotzdem schlechter. Aber das kann ich ja auch nochmal zeigen. Hier, wir bringen das Game einfach so raus. Diesmal wieder bei wem anders, einfach mal hier bei euch. So. Das Ding ist halt, dass die Bewertung dadurch halt auch nicht besser wird. So, und jetzt hier können wir hier ein kostenloses Update für das Game. Jetzt können wir hier alle Bugs fixen. Das kostet uns $90. Und jetzt fixt er halt nur schnell die Bugs. Und es geht halt viel schneller, um die Bugs zu fixen, anstatt ewig zu warten. Aber dadurch ist halt die Bewertung von unserem Game, wie es halt erschienen ist, trotzdem schlechter, so die Review. Und wir haben schon die vierte Plattform freigeschaltet. Nice. Ist auf jeden Fall gut. Und dann würde ich sagen, war es das mit der heutigen Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Hier links seht ihr jetzt nochmal den letzten Part und hier rechts seht ihr die ganze Playlist, falls ihr euch das in chronologischer Reihenfolge anschauen wollt. Ciao, ciao!